Und willkommen zurück zu Hearts of Iron mit Propaganda. Hello. Welcome here from Texas, Tennessee, which we just conquered. Ja. Ist jetzt Texas is now German. It's now German, you know. And in Brazil, we go for Peru. Yes, We yes, just yes, yes. want to establish there a special military operation. Ja, of course. Indeed, my friend, indeed. So, I insist that you got Peru, and I don't know, go for the Mexican? Will I go Ja, for the Mexicans? klar, kannst du auch tun. If you want. Dann hätten wir da unten schon mal ein bisschen mehr Ruhe, weil die Mexikaner sind tatsächlich auch ein bisschen potent. Ja, das stimmt. Wir haben auch einen coolen Stärkungsbaum. Gegen dich könnten sie tatsächlich ziemlich gut intervenieren. Was habe ich denn eigentlich noch so schön an Schwerpunkten? So, ja, genau. Vier Armeen stehen bereit. Dann werde ich die nächste Armee ausheben. Na, an die Sowjetpakt brauche ich auch nicht mehr forschen, Nee, das können wir uns jetzt ne? klemmen. Da guckt ihr mal 1943, wo wir stehen. Ja, wirklich, das ist krass, oder? Ach ja, in Alaska, Na da gut, war wenn du ich schon das mal, britische oder? Empire nicht gegen dich hast, ne? Ja, richtig, da haben wir ja schön mit dem Staatsstreich deinerseits ordentlich Arbeit gemacht hier. Hey, Verzeihung, bitte. Gesundheit. Dankeschön. Auf einmal habe ich wieder Konvois. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Konvois hatte in der letzten Runde. Von wegen Minus irgendwas oder so. Das verstehe ich nicht. Das ist sehr merkwürdig. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich würde mich dann als erstes um Nation Française kümmern, um alte Verträge einfach mal nichtig zu machen. Ja, nein, selbstverständlich. Oh, hier ist noch ein. Talking about Versailles und so. Ja, ist bekannt. Ich weiß, worauf du anspielst. Mein Führer. Das ist das britische Empire, Igitt. Denn hier Nation Française. Ich werde das mal den. Ich glaube, die halten einfach nur die Wüste, weil sie doof sind. Verrückte Briten. Zeig dir. So, dann das noch hochziehen, dass wir das zuerst haben. Nachschubknoten für Peru. Also einen, ich glaube, ich brauche auch nur einen, weil das sieht eigentlich ganz gut aus. Na, erstmal müssen die Armeen da stehen, denn das dann, dann werde ich ja gucken, Genau, ob das das dauert ja noch vielleicht. ein bisschen. Genau. Erstmal wieder Fabrik, Forschung und wie das heißt, die ganze Dönskacke. Fabrik, genau. So wie 17. Oh, da könnte ich so nachsehen, Genau. wenn einer 17 sagt. Boah, ey, wirklich. 17? Oh, also, da wäre ich zum Nazi, wirklich. Bist ja schon. Ach, stimmt. Brasilianische Narren. Okay, ich bin da auch soweit. Du kannst gerne die Pause beenden. Beendigen. Ja, und so. Hab verstanden. Okay. Will ich meinen. Ja, machen wir einfach mal. Was soll's? Ja, genau. Die Armeen sind unterwegs. Also ich werde zwei Armeen einsetzen gegen Peru. Das sollte passen. 48 Divisionen, die haben schätzungsweise, was war das nochmal? Ja, 18 bis 44 Divisionen. Na, mal gucken, was dann gleich da an der Grenze steht. Und ich Ja, ich weiß, werde, ich. genau, das war die Armee, genau, die werden gegen Frankreich zu Felde ziehen, gegen Nation Française. Und Nation Française, die haben ja tatsächlich nichts in Afrika, halten aber trotzdem die Wüste. Okay, na gut, ich meine, wenn da keiner ist, der Anspruch nimmt auf das Gebiet. Also irgendwie ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Aber das geht, glaube ich, darum, wer die Randgebiete hat von der Wüste.
Genau. Und wenn da keiner ist, der halt irgendwie Anspruch nimmt oder das streitig macht, ist es anscheinend wurscht. Dann können wir noch irgendwann die Portugalen, Portugiesen. Ha! Ach, guck mal, Jugoslawien fordert Mazedonien. Na, das ist ja dreist. Die wollen nur anscheinend auch auf die Fresse. Ja. Dann schicke ich doch einfach mal auch an die Grenze von Jugoslawien. Ah nee, ha, halt Pause. Nicht, dass meine Division, die in Peru mithelfen sollen, sich jetzt verziehen. Das wäre unschön. Wobei natürlich, Yep. mit Peru komme ich schon zurecht. Ich habe ja auch 4 volle Armeen, insofern. Es geht darum, Präsenz zu zeigen. Ja, natürlich. Was ist denn jetzt bitte ein schwimmender Hafen? Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden, so richtig. Ich baue den jetzt einfach mal. Kann doch nichts schaden. Das kann es nie. So, naja, gut, dann müsste Peru soweit funktionieren, nehme ich an. Kriegsziel wäre jetzt wie lange? Wahrscheinlich 160 Tage, wie immer. Wir Lima, sind die es bloß Hauptstadt 100. natürlich. 125 Tage, okay. Was hast du? Wir sind es immer bloß 125 Tage. Ich hatte vorhin bei Argentinien mit einem Gebiet tatsächlich 160 Tage. Hier bei Peru sind es auch 125 Tage, also es Okay. variiert. Oh, fuck. Was denn jetzt? Ich habe vergessen, mechanisierte Panzergrenadierausrüstung zu produzieren. Ist das schlecht von mir? Oh Gott. Soll ich da jetzt sagen, ja, Oh ich. mein Gott. Na gut, bei mir ist einfach, ich kann mal eben 25 Fabriken umlegen. Kein Problem. Ja, stimmt. So, dann schmeiße ich mal Nation Française aus dem Bündnis. Willst du Action machen, sagst du? Wo willst du denn jetzt Ja. angreifen? Also Festland wahrscheinlich angreifen. Ne? Soll ich da irgendwie mitmachen, Truppen hinschicken? Ich meine nicht, dass das nötig ist, aber Brauchst du tatsächlich nicht. Ich der habe da so viel Division. Höflichkeit halber, aber ja. Kein Problem, die haben maximal 90 und ich glaube, ich schicke schon über das Doppelte an die Grenzen. Irgendwas ist hier gerade geploppt, aber ich weiß nicht was. Bei mir nicht. Du trinkst ja auch kein Bier. Ich meine, es ist Sonntag, also. Naja, ich Was trinke passiert dafür in halt. Bayern? Ich trinke dafür Glühwein oder eine Art Punsch, wie auch immer man es nennen will. Nur so die schöne Weihnachtszeit. Machen wir weiter. Hört nicht sogar erster Advent? Ich glaube schon, wa? Oh ja! Oh Gott. Ich habe ja nichts mit Christen am Hut. Nee, ich auch nicht, aber es ist halt so Tradition. Tradition, ne? Oder wie immer der Portugiese dazu sagt, oder der Brasilianer. Tradition. Da Tradition. könnte man nicht googeln. Könnte man jetzt googeln, habe ich aber keinen Bock. Ich auch nicht. Es ist nicht schön, wenn man seinen Verbündeten invasieren kann. Heißt das invasieren? Keine Ich Ahnung. weiß gar nicht, aber ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist das Verb zum Wort Invasion. Nation Française möchte, dass wir dem Bünd treten, also dass wir in unserem Bündnis. Ah, nee, sehe ich nicht. Du Sehe ich erinnerst einfach nicht. dich, in einer anderen Realität waren sie deine Verbündeten. Ja, war schon schlimm genug. Ja, man könnte ja auch, na gut, wobei du hast in Deutschland natürlich schon echt viel am Hut, aber mit Polen zusammen zum Beispiel ist auch, Polen ist auch sehr potent. Also potenter als Brasilien sogar.
Würden die Ja, die dann. haben zwar 1 Million Mann, haben sie, ja. Aber die erstmal zu Felde kriegen in der richtigen Ausrüstung, ist halt die Frage. Ja. Deswegen haben ja die Polen auch keine Unterstützung von Frankreich und Britannien bekommen, weil sie auf dem Papier halt sehr potent aussahen. Was natürlich nicht so war. Ah, okay. Die haben 1 Million Mann im Feld gehabt, aber die 1,3 oder 1,4 Millionen von Deutschland, ja, Zeug dazu sagen. Mal kurz Pause machen. Die hatten halt und deine Ausrüstung, die Deutschen halt. Das war das Ding, ne? Richtig. So, ich glaube, ich habe jetzt alle meine, ja, alle meine Forschungen abgeschlossen. Also, Bauindustrie. Irgendwas ist ja gerade passiert mit Krieg. Wer hat wen den Krieg erklärt? Achso, du? Nee. Irgendwer hat irgendwem den Krieg erklärt. Ich habe das weggeklickt, ohne richtig hinzugucken. Tja. Jetzt ärgere ich mich. Ja, britisches Empire ist auch mit keinem Krieg. Also jetzt nichts, was irgendwie von uns, für uns irgendwie schlimm wäre. Wir lassen mal weiterlaufen und gucken, was dann passiert. Ach, ich glaube, das war Japan, hat irgendwas gemacht. Na klar, wer sonst? Japan. Japan. Die sind auch nicht mit irgendwem im Krieg. Okay. Ach hier, Irak, stimmt. Irak war es. Da gibt es einen Irak. Bürgerkrieg. Nationalistischer Irak gegen den klassischen Irak. Ah. Man könnte jetzt natürlich auch den Nationalisten helfen, ne? Ja, könnte man tun. Aber man kann auch zugucken und so, sich dann schnappen, wer immer übrig bleibt, mein Führer. Richtig. Na, ich habe gelernt. Geben Sie mir Ich lerne keine dazu. Vorschläge. Sie sollten keine Vorschläge geben von Sachen, die Sie nicht verstehen. Aber. Nichts aber. Ist doch tatsächlich die schönste Ansicht, wenn sich die ganzen Divisionen bewegen. Es ist also gerade übers Meer oder sowas ist halt immer toll. Auch wenn der Computer das spielt. Du hast irgendwie ein Kriegsziel oder so und dann siehst du, die machen gleich mit und ziehen Truppen über ohne Ende über den Teich. Das ist echt Wahnsinn. Ja, alle bewegen sich auf einmal. Aber da muss ich sagen, ist die KI echt wirklich macht das gut. Ich hatte gestern, habe ich ja mit Iran einen Spielstand offen. Also Neues Persisches Reich heißt das, auch faschistisch. Habe ich gesehen. Und hab dann quasi na, also Afghanistan angegriffen. Und wie auch die Russen hatte ich echt Probleme gehabt damit. Dann habe ich irgendwann, weil die waren halt im Krieg gegen die Amis und so, dachte mir, okay, werde ich mal beitreten. Und dann haben die auch meinen Krieg unterstützt und dann war es irgendwann vorbei mit den Afghanen. Okay. Also, das war interessant, wie dann auch gleich die ganzen Divisionen angeritten kamen. Heftig. Naja, gut, die Afghanen, hüte dich vor dem Zorn der Afghanen, ne? Also, das ist wirklich, ja. Es war schwerer als erwartet. Ich habe da ruhig 300.000 Mann verloren oder 400.000. Also, das war wirklich ordentlich. Also, na, wie damals die Sowjets halt auch in Afghanistan einreiten wollten und deren Vietnam erlebt haben, sozusagen. Waren die Franzosen nicht auch in Afghanistan? Ich weiß es gar Oh, nicht. das weiß ich nicht. Nee, das war Vietnam. Die Franzosen waren auch in Vietnam. Ach so, das kann gut sein. Da haben die zuerst auf die Fresse gekriegt, ja. Und danach kam der Ami. Ach so, okay. Stimmt, jetzt habe ich erstmal hier oben Peru ausgebaut. Wie kann ich denn immer noch freie Zivilfabriken haben? Ey, das gibt's doch nicht. Ich klick doch schon so, wie ich kann. Ist doch nicht normal. Was sagst du, ist bei Organisationen die magische Zahl, die Grenze? 40 oder 50? 40, ab 40. 40, ist gut. Okay, dann Die habe ich bei Zeit, wie Kavallerie lange sie kämpfen können, ne? Okay, dann habe ich bei Kavallerie noch Luft.
Weil die sind schlechter dran organisatorisch als die Infanterie, habe ich gerade gesehen. Okay. Aber 48,1 sind sie halt immer noch gut bei. Ja, das ist in Ordnung. Ich sollte mal Panzerabwehr auch, könnte ich mal machen. Und Panzer überhaupt, siehst du, Mensch. Ach ja, warte mal. Flieger, wie sieht es denn damit aus? Ich glaube, jetzt kann ich mal ein paar Jäger mitmachen lassen. Oh. Ich habe jetzt nämlich Waffen Hof. erforscht. Ja. Ich muss erstmal Waffen erforschen und Motoren halt, ne? Ich glaube, ich mache es ganz einfach. Ich mache einmal Triebwerk 4 und Maschinengewehr, leichtes Maschinengewehr 4. Mehr brauche ich gar nicht. Funknavigation ist vielleicht nicht verkehrt. Ich Mach kann ja ein paar keinen. Jäger verticken, ne, auf dem Weltmarkt. Stimmt. Ja, naja, sehr gern. Kleine Flugzeuge. Mir davon habe ich 4000, dann kriegst du einfach 1000 gerne ab. Okay, nehme ich sehr gern. Oh, dafür brauchst du 870.000 Wirtschaftskapazitätskosten. Das heißt, wie Na, viel ein habe bisschen ich? Keine mehr. Ahnung. Keine Ahnung. Interessant. Ich stelle dir jetzt auf dem Weltmarkt zur Verfügung. Muss mal gucken bei Ausrüstung Ausrüstung kaufen, Flugzeuge. kaufen. Ja, ich gucke. Wo ist er denn? BF-109D, das bist du. Einfache kleine. Nee, das sind aber Genau. primitivere mit Propeller. Ich wollte eigentlich. Ach nee, habe auch, glaube ich, noch keine Düsentriebwerke, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß, die BF-109 ist ziemlich gut. Ne, Weiß die ich. FW190 habe ich. Ach so, warte mal, dann abbrechen. Dann nehmen wir mal doch eine andere. FW-190. Ach hier. Peru möchte schon kaufen. Mach hinne, mach hinne. Muss nur mal gucken. Ach so, ja. Okay. Lieferrate. Ich verstehe. Wenn ich jetzt 15 Fabriken einreihe, gibt es 28 Lieferungen. Ja, was soll's. Machen wir, komm. Soll ich 15 Fabriken dafür erstmal draufgehen lassen? Ist ja für einen guten Zweck. Genau. Imperialistische Spanien möchte, ja. Zack. Genommen. Dankeschön. Und ich bin Brasilien, nicht Spanien, mein Freund. Habe ich doch gesagt. Ja, keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich weiß auch nicht, was du doch gesagt hast. Ich wünschte, ich hätte es überhört. Oh, bist nicht mehr synchron. Soll ich synchronisieren? Ja, bitte, weil in 2 Tagen ist das Kriegsziel durch mit Frankreich. Aktuell muss da ein bisschen ackern hier, der Rechner. Multiplayer-Lobby, na dann, komm rein. Achso, erstmal gesendet. Hallo. Das ist natürlich ganz cool bei dem Spiel, dass man das immer noch auf dem Weg retten kann. Oh ja. Da gibt es dann andere Spiele, die einfach abkacken. Und dann suchst du den letzten Save-Stand raus und weißt nicht mehr, was du angeklickt hast. Ja, wäre sowas wie Stellaris auch was für dich? Stellaris habe ich noch nie gespielt. Ich auch noch nicht, habe ich auch noch nicht gekauft, ist aber auch von Paradox. Und es hat Weltraum-Szenario. Also Sins of the Solar Empire ja wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. So. Also ist halt hier, wie gesagt, Paradox, Hearts of Iron Style wahrscheinlich. Ja, könnten wir machen. Aber nicht, dass es Oder. dann so aufgebaut ist wie die Valakort-Mod hier, die Star Wars-Mod. Nee, das ich denke nicht. Also ich habe ja mir Star Trek Infinite gekauft, ist auch von Paradox und das ist halt schon, naja, ist schon besser. Du hast ja da die Galaxiekarte bei Star Trek und vier Reiche gibt es aktuell bloß. Ich weiß nicht, ob da noch was zukommt. Ist aber vom Stil her wirklich Hearts of Iron Style und ich dachte, das wird bei Stellaris das gleiche sein. Nee, diese komische Mod ist Okay. echt, nee, also das ist, Ja, brauchen wir uns nicht weiter unterhalten über das die sucht Mod. seinesgleichen, würde ich meinen. Auf jeden Fall. Mechanisiert. Boah, ich habe keine Medien. Na, ist egal, komm. Her damit. So, gut. Du bist wieder drin. Jupp. Dann geht's weiter.
Ja, der Krieg in Frankreich geht nämlich gleich los. Aber ich werde es auf 4 stellen. Ja, stimmt, ich werde mal zugucken. Ich habe jetzt in Peru habe ich noch keinen Kriegsziel. Mache ich das jetzt schon mal oder mache ich das nicht? So, ich würde dann mal Frankreich den Krieg erklären. Jo, feel free. Dankeschön. Ah. Ja, du hast ja hier. Kolonien hast du noch. Okay, gut, da musst du gucken, wenn jetzt. Na gut, die Kolonien sind Haben eigentlich die denn? wurscht. Ja, wo haben die denn Ach, Kolonien? das meinst du Also. mit der Wüste? Ich verstehe ja. Eigentlich haben die Ja, hier ja, ja, keinen. ja. Das ist Wir haben komisch, ja, nix. stimmt. Da ist gar nichts. Da ist kein Zugriff auf. Kein Zugang für Truppen. Interessant. Also, wir werden mal dann sehen, ob irgendjemand aus der Wüste kommt, mit einem Kamel oder sowas angeritten. Dann ist das halt so, aber. Ich Sonst mache haben die jetzt weiter. aber. Ja, mach weiter. Die haben, ich gucke gerade mal in der Welt mich um, ob die noch was haben irgendwo, aber eigentlich haben die nichts mehr. Alter, Außer. guck dir das an. Alter, guck dir das an. Oh ja. Diese Franzosen. Das. Französische Narren. Narren ist auch dein Wort gerade, ne? Ja, ich mag das Wort. Gerade hier in dem Zusammenhang, wenn man so großkotzig tut. Ha, diese Narren, weißt du, das ist total cool. Ich mag das. Für mich ist das einfach nur Gesindel. Geschmeiß. Ach, Auch ein geiles Wort. Geschmeiß, Geschmeiß. wirklich super. Durchaus. Ja, ich mag das Wort auch. Habe ich von einem Kollegen damals von der alten Arbeit noch mitgenommen. Subhumane. Oh. Und das war Frankreich. Okay, GG. War irgendwas? Keine Ahnung. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall noch Brasilien, also da unten Südamerika, noch schön integrieren. Und dann war's das, weil. Oh halt, warte mal. Die Italiener müsste ich noch. Das wäre noch so ein Ding. Die haben 200 Divisionen. Das könnte noch mal knackig werden. Oh, okay. Lass mich erstmal hier in Südamerika fertig machen. Dann kann ich dir gerne helfen bei Klar. deinen Ambitionen. Ja, meine Truppen stehen ja schon in Südamerika für dich bereit. Ja, eigentlich hast du recht, wir können. Also du bist ja, du hilfst ja mit. Komm, hieß sie rechtfertigen. Erobern. Lima ist die Hauptstadt. Und los geht's. Kriegsrechtfertigung fertig in. Ja, am 11. September 1944, na siehst du. Ach du Scheiße. 11. Auch bei September. denen wird es ja 9-11 sein. Ja. Schmeiße ich jetzt einfach mal die Italiener raus, weil ich Bock drauf habe. Ja. Klar. 190 Tage gegen die, damit sind wir gerade dann mit, was ist das da, Peru fertig. Und Rommel schicken wir wie immer nach Afrika. Ja, natürlich, da ist er zu Hause. Kann ich das überhaupt? Bist du Ja, nicht muss ich nochmal wieder auf Spanien mit 4 den hoch, Kriegen. ne? Du kannst ja Geschwindigkeit, änderst du ja nichts, das macht das Spiel immer, ne? Glaube ich. Ey, das macht das Spiel. Da Okay, kann ich okay. nichts machen. Ja, na, die Schweiz wird noch ein, naja, also relativer Brocken. Die sind halt echt potent mit ihren Gebirgstruppen so, aber die schlucken wir auch ganz schnell. Die Briten, ja, okay, die Briten wollen nach Italien rein, sehe ich gerade. Also in der Wüste zumindest. Jugoslawien will auch da seinen Teil beitragen, oder bist du, ist das deine Pläne? Das sind deine Pläne, ne? Von Jugoslawien aus. Von Jugoslawien in Jugoslawien, ja. Da hatte ich irgendwann mal was gemacht, aber irgendwie Reiz verloren. Zu klein und lohnt sich nicht. Ach, siehst du, ich. Dafür Ach, deutsches. warte mal, habe ich jetzt Flugzeuge mäßig? Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon an Flugzeugen? Fokker irgendwas, bla bla. Wo ist sie denn hier? Ich habe einen Haufen Müllflugzeuge so. Wo ist denn deine? Wo sind deine eigentlich hin? F400, hier. 34 Stück habe ich Genau, erst. F. Was? Ja, ich habe jetzt maximale Fabrikenzuweisung genommen. Und das heißt immer noch, dass ich. Warte mal. 28 Lieferungen habe. Ich habe eine erst bekommen von dir. Die nächste in 19 Tagen und ich brauche dafür 17 Konvois. Na gut, die habe ich, die Konvois. Kein Problem. Also ich brauche noch 28 Lieferungen. Der Marktzugang, der ist mir irgendwie suspekt, muss ich echt sagen. Ich habe das noch gar nicht benutzt so richtig, aber es, an sich ist das cool, muss ich sagen. Alter, ich habe 20 Eisenbahngeschütze fertig. 20. 20, Mann. Krass, Alter, Spiel, ey. Boah, ey. Ist das heftig. Achso, ja, siehst du, apropos, ist eigentlich Panzer, der Panzerzug, ist der eigentlich sinnvoll oder ist der nicht sinnvoll? Was sagst du dazu? Muss ich mich kurz mit Warte mal, für beschäftigen? Details Einen klicken. Moment. Luftangriff 18. Den habe ich noch nicht mal, den Panzerzug. Ha! Ah ne, doch, den Panzerzug habe ich. Ja, den musst du ja haben, genau. Ich überlege, ob ich den vielleicht dann irgendwann forsche, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Er hat halt nochmal Luftabwehr und eine Panzerung. Tja. Ja, das mit den Flugzeugen, das nervt mich. Also Flugzeuge, Panzer. Ja, irgendwie, ich mag das auch nicht. Wir können das beim nächsten Mal, wenn der nächsten Runde, die wir machen, abschalten. Die auf jeden Fall kommen wird, meine Freunde. Ja, also ich habe da auch Bock Oder auf. unsere. Genau, auf verschiedenste Konstellationen, weil es gibt so viele geile Möglichkeiten. Auch gerade Äthiopien zum Beispiel hätte ich Bock, das mal zu spielen. Auch wenn die halt am Gegen Anfang gleich im Krieg Italien? sind. Aber ja, aber es ist halt, die haben echt coole Optionen gegen Italien. Und wenn ich das halt dann entsprechend einrichte, dass ich dann eine Exilregierung haben kann. Da kann ich auch trotz Kapitulation weiterspielen. Mir fallen gerade nur böse Sachen dazu ein. Bei Äthiopien. Echt? Naja, bist halt der Führer und der ist halt böse. Ja. Naja, nur red denn hier raus. Also. Alter, ich habe Luxemburg nicht erobert. Ja, stimmt. Was denn hier? Also, du bist vielleicht ein Führer. Oh. Jetzt verliere ich meinen Glauben. Ich glaube, ich werde ein eigenes Bündnis machen. Nein, werde ich nicht. Das war ein Scherz. Ja, besser ist. Ich war gleich mal aus Kriegsziel rechtfertigen. Das haben die verdient. Jeden Fall. Einfach nur, weil sie da sind. Noch, weil sie noch da sind. Eine bloße Existenz ist ein Affront. Ja. Oh, Affront. Sehr schön, sehr schön. Und vor allem, ey, schickst du jetzt übelst Truppen hin, Mann. Ey, die haben gar nichts, Mann. Die haben, wisst was für Luxemburg monatlich an Truppen dazukommt? Vier. 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 Vier Mann kommen Vier pro Menschen. Monat dazu. Ja, rekrutierbar, wohlgemerkt. Ich Scheiße. hab hier schon gespielt. Ach du Scheiße. Ja. Deswegen, du brauchst noch eine Division. Naja, nee, eine vielleicht nicht, aber das ist ein Witz. Das ist witzig. Wie kann ich denn jetzt, fuck, wie kann ich denn jetzt hier neue Generäle einstellen? Neue Feldkommandanten, probier mal da dein Glück. Ja, Kommandanten einstellen. Ich kann keine mehr Nee, einstellen, Feldkommandanten, weil du musst keine da mal. sind. Ach so. Na, wenn du jetzt auf Armee auswählen gehst, hast du irgendwo die Option Feldkommandanten anzeigen. Und dann siehst du deine ganzen einzelnen Divisionsanführer. Die kannst du zum General befördern. Ja, nicht. Ah, General. Ah, okay. Dafür brauche ich 433 Erfahrungen, die ich habe. Aber 100 Befehlsmacht, die ich nicht habe. Okay. Das heißt, ich muss irgendjemanden rausschmeißen. Kann ich das überhaupt? Ja. Ah, jetzt kann ich's. Okay, alles klar. Das kostet halt 100 Befehlsmacht, ey. Heftig. Ja, das ist krass. Und die kommt ja auch nicht dazu, wenn du die verbrauchst. Also je mehr du verbrauchst, umso weniger hast du dann verfügbar. Richtig. So, ach hier, Philippinen noch ein paar Radarstationen bauen. Dieses und da auch noch. Bisschen jenes noch, ne? Auch ein selbiges auch. Ah, verstehe. Ja, Bomber sollen irgendwann auch kommen. Aber ich habe noch mal Ach, echt schon, ja? Atomforschung. Ja, irgendwann will ich die auch bauen, aber noch habe ich da. Hab ich da schon eigentlich Forschung für? Ich habe angefangen zu forschen, ja. Apropos, ich kann natürlich. Oh, ich brauche eine Menge Infanterieausrüstung. Na denn, schlagen wir mal zu. Ich könnte mal gucken. Habe ich jetzt die gar nicht schon gebaut? Nee, ich dachte, ich hätte. Ach, die kaufe ich ja bei dir, stimmt. Aber Bomber, wie sieht es damit aus? Ach so, einfache große für. Okay, ich warte damit mal noch. Ja, ich brauche langsam den zweiten Feldmarschall. Bis zum Ende diesen Jahres sollte eigentlich die Atombombe fertig sein. So, siehst du, sage ich, Zumindest die Forschung. 5 Armeen voll, 1,56 Millionen Leute im Feld und 5,5 Hey. Infanter. Ja, auch ich. 6,12 habe ich. Ich habe noch 1,72 in der Hinterhand. Und ich kann auch mal einen aufsteigen auf Nachbedarf. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Das kann ich auch noch machen, aber spare ich mir noch. Weil ich habe noch genug. Wie viel hast du in der Hinterhand? Mein Gott. 1,75 Millionen kann ich noch ausbilden.
Alles klar. Nee, ich mach noch, ich warte noch, weil ich habe noch 5,5 Millionen in der Hinterhand. Ich werde nach Bedarf noch eher später machen. Ja, wenn Bedarf da ist. Naja, haben wir den Bedarf, ja? Naja, noch nicht. Peru-Kriegsziel, ah, okay, noch 6 Tage. Oh, Pause machen. Ich muss hier erstmal ein paar Sachen zurechtfummeln. So. Oh Erstmal ja, mit. das Ach ist eine nee, oh, gute Idee. Scheiße, jetzt habe ich den Feldmarschall. Nein, ich wollte doch gar nicht. Naja, ist egal. Komm, machen wir noch einen General. General. So. Oh, ey. Also manchmal ist es auch buggy, das Menü hier. Kommt schon, Feldkommandanten befördern. Kann ich nicht? Wieso kann ich das nicht? Hä? Ach so, Befehlsmacht. Oh. Ja, okay. Gut, also lasse ich die Division erstmal stehen und mache damit gar nichts. Oh, ich habe 18.000 motorisierte Artillerie. Siehst du, Öl zugewinnen funktioniert auch zunehmend. Mit 2,1 K pro Tag bin ich auch ganz gut dran. Okay, Wieder kann nicht ganz so weitergehen. viel zu. Jo. 6 Tage für Peru noch. Naja, dann gucken wir mal. Du bist ja auch beteiligt. Ja, mach ich mir keine Sorgen. Läppisches Land. Also, soll ich dir mal sagen, wie viele Divisionen ich habe? Schieß los. 716. Oh ja. So, Krieg geht los. Verbündete rufen und los. So, das war jetzt Peru, ne? Das ist Peru, genau. Ich sehe rote Oder Zahlen. Warum? weil ich noch keinen Angriffsplan zugewiesen habe. Habe ich einen Angriffsplan zugewiesen? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich einen zugewiesen und jetzt sollten die Zahlen grün werden. Naja. Sind die Zahlen rot? Hä? Haben wir aber keine Luftunterstützung oder was? Sag mal, marschiert da auch rein hier oder steht bloß rum, Leute? Hier rein. Los mit euch. Ja, stimmt, die haben Luftüberlegenheit. Die Peruaner. Aber ja, klar, jetzt steht wieder eine Division hier. Ah, okay. Irgendwie bin ich nicht mit drin anscheinend im Krieg, oder? Doch, doch. Also, du hast auf jeden Fall. Oder? Bist du mit Nee. drin? Warte mal kurz. Ich Ich muss sollte auch Pause erstmal machen. annehmen, ne? Ach so. Und jetzt. Wo ist vielleicht ein Führer, wirklich? So, okay, geht weiter. Ah, und auf einmal werden die Zahlen grün. Plop, Genau. plop, plop. Nein, mein General ist verwundet. So, was ist eigentlich hier? Also, Leute, hier ist ein Zipfel frei. Geht doch da einfach rein. Nehmt den Länder, wo wir können. Ländereien, wo wir können. So, geh mal auf deinen Feldmarschall für deine Ja. Armee, mit Oh, denen warte du mal, ich muss kurz angreifst. mal den Feldmarschall wieder ein paar Skillpunkte verpassen. Offensivdoktrin, na selbstverständlich. So, Armeeangriff. Organisation ist immer wichtig, wa? Ja. Check. So, Oh, das ist Feldmarschall, check. Organisation immer gut. Habe ich So, jetzt. Feldmarschall angewählt. So, das Ja. dritte Symbol von, das zweite Symbol von links, die Pfeile. Ja. Gehst du mal auf aggressiv. Ja. Und den daneben, den Zusammenhalt, da gehst du auf starrer Zusammenhalt. Check. So erfolgt. Jo, Ich mach damit sind sie weiter. aggressiver im Vorgehen und greifen halt auch mal an. Okay, na dann Um los. es mal, um es kurz zu sagen. Alles klar. Mal doch mal sehen, ob das so funktioniert. Ja, das könnte gefährlich werden hier. Ja, könnte, ist aber nicht. Fast bei Lima.
So, siehst du, Peru ist geteilt. Teile und herrsche, ne? Genau. Ja, bei meinen Singleplayer-Runden mit Brasilien war Peru immer so ein echter Brocken. Ja, die haben halt direkt Gebirge, ne? Ja, und die haben halt auch einen Haufen Truppen. Und anscheinend auch eine recht starke Industrie für Südamerika. Ja, und dein Amazonas ist halt schwierig mit Nachschub. Ne? Wenn man den nicht eingerichtet hat, ist halt scheiße. Der Dschungel. Ja, das stimmt. Naja, generell Dschungel ist halt schwer mit Nachschub. Ja, dann hat noch die Anden Haben wir. dazu. Ne? Dschungel und Anden angrenzend, das ist schon tricky. Jo. So, da siehst du. Ich sehe grüne Zahlen. Ach, ist das schön. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ist das so? So sagt man. Eigentlich wollte ich ja meine Necrons in einer grünen Farbe anmalen. Necrons damals wieder. Ja, dann siehst du, Necrons haben halt auch Hoffnung, dass sie halt, weiß ich, was sie machen. Dass sie halt nicht mehr nerven, vielleicht. Das ist meine Hoffnung als Tau. Na, Ja, liebe dafür müsstest du Zuhörer, ich mit spiele gern Nari Tau. ran. Oh, Peru. Oh. Kann ich Peru einnehmen? Ich habe mehr Punkte als du. Ja, natürlich hast du mehr Punkte als ich. Also das ist wieder so ein Ding. Ach Mann. Erstmal fordere ich ein Gebiet ein. So. Ich passe. Ich passe weiter. Ich einfach mal speichern und beenden, weil ich will da nichts haben. Nein, mir fehlt ein. Warte mal, passen? Jetzt. So. Jawohl, 30 Öl, Alter. Und los geht's. Ah. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Sehr gerne. So, kann ich jetzt mal den General zuweisen? Ich würde mich kurz empfehlen. Jawohl. Ach nee, 30 Beut dafür, stimmt. So. Naja, sieht doch ganz gut aus. Dann holen wir uns jetzt Ecuador als nächstes. Danach Kolumbien und hier machen wir erstmal die Übung beenden. Ach Gott, ja, ich sehe schon gerade, hier muss ein bisschen was passieren. Das nach oben und auch mal die Schienen nach oben. So. Ah, 30 Befehlsmacht, also los. Hab ich da angeklickt, was war das gerade? Ach so. Ach komm schon, was ist los jetzt hier? 35, na sag mal. Das ist ja unschön. Ja, das will ich tun. Nochmal klicken, sonst wird es nichts. So, da ist er. Und da ist er auch wieder zurück. Da ist er Aha. wieder zurück, sehr gut. Und hier ist der zweite Feldmarschall. So, siehst du. Organisation ist wichtig. Charisma, also hier Moral wahrscheinlich auch, ne? Ja, naja, erstmal müssen die Punkte da sein dafür. Die Auswirkung von Moral habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Na, ich denke mal, dass sie sich Ich werde das mal. dann später zurückziehen, schätze ich mal. Vielleicht länger standhalten, weißt Ich denke mal, Moral ist schon eine gute Sache. du? Ja. Welche Armee braucht keine Moral? Oh, Pause. Ha, 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 ha. Immer genau rechtzeitig zurück, weil Kriegsziel gegen Italia. Ah, Fertig. Italia ist completo Genau, tutto bene, tutto bene. So, dann werde ich jetzt Ecuador als nächstes mir schnappen. Das sollte aber alleine funktionieren. Na, die haben nicht viel. Das mache ich jetzt, glaube ich. Das mache ich auch im Anschluss gleich. Ich ziehe noch kurz Angriffspläne. Galapagos wird natürlich spannend, weil. Na, mal gucken, wir nehmen erstmal nur Ecuador ein.
wenn Galapagos noch offen ist, dann müssen wir dann eine Invasion starten. Und da muss ich mich dann erstmal forschen. Und zwar Dingens hier, wie heißen sie? Transportschiffe, genau. Ja, das sollte ich als nächstes machen. Schwimmender Hafen, ach, siehst du ja, genau. Was das bringt. Naja, du kannst mehr Divisionen mit einem Mal transportieren und du hast weniger Zeit zum Vorbereiten, glaube ich. Also brauchst weniger Zeit und. Warte mal, irgendwo stand es doch gerade noch. Und du hast eine Verteidigung für Invasion, was immer das heißen mag. Die musst du eigentlich angreifen, eine Invasion, Streitmacht und nicht verteidigen. Keine Ahnung. Wen willst denn du als nächstes angreifen? Ecuador, ne? Ecuador, genau. Kriegst du ja schon gerechtfertigt. Ich mache jetzt da gleich. Das geht schnell. Also, die haben halt wirklich nur 5 bis 7 Divisionen. Das ist witzig. Angriffsplan ist gesetzt. Dann, das nächste ist Kolumbien. Dann würde ich jetzt mal Jo. die Italiener und dazu muss ich die Spanier in den Krieg mit einladen. Na, Jugoslawien auch, wa? Da müsst du von der Front auch angreifen kannst. Ich sehe rote Zahlen in Jugoslawien, was ist da los? Die muss ich nicht zu den Verbündeten rufen, keine Ahnung wieso. Ne, und so. Bulgarien hat eine In. Oh, in Bulgarien geht's gerade ab. Da hat ein Italiener mit, naja, 2 Divisionen gelandet. Anscheinend Fallschirmjägerdivisionen. Wo sind die gelandet? In Bulgarien. Ach ne, soll die doch machen. Genau. Bulgarien ist im Krieg mit. Oh ja, gut. Ja, das werden die schon hinkriegen. Die Zahlen sind grün. Ja. Ich mach los. Ich guck zu und genieße die Show, bis meine Kriegsziele fertig sind. Kann nur gut werden. Wir verzeichnen gute Geländegewinne. Luftunterstützung ist grün. Sehr gut. Apropos, siehst du, wie sieht's denn damit aus mit Luftunterstützung? Kann ich ja inzwischen selber bauen. Wahrscheinlich eine kleine Flugzeugzelle. Hier Motor 4, check. Waffen. Hab ich ja schon, genau, stimmt. Ah, ich produziere einfach mal welche. So, komm. Jawohl, Benito Mussolini wurde abgesetzt. Ach. Der große faschistische Rat. Als ob Sowas der was gibt's. helfen kann. Italienische, na, du weißt schon, was jetzt kommt. Aus Frust greifen sie einfach Griechenland ein. Aber ist auch dein, Obwohl ja dachte ich. tatsächlich. Ja, natürlich. Aber der Führer war damals sehr erpicht darauf, was der Duce von ihm hält. Ich weiß, anfangs war das andersrum. Anfangs war der Führer der Schüler, genau. Weil schon da 22, glaube ich, war schon, oder 21 oder so, war schon Faschismus in Italien. Also der Duce war deutlich länger an der Macht als Hitler. So früh schon, ja. Ich glaube, in den 20ern war das schon, naja. Crazy, wusste ich nicht. Oder was? 25 auf Okay. jeden Fall schon einige Jahre vorher. Ja, Ja, wir oh, haben die ey, Pause, ich muss jetzt hier erstmal. moderne. Red weiter. Red weiter. Wir haben die moderne große Flugzeugzelle. Die habe ich noch nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, welche forsche ich gerade? Wie fortschrittlicher forsche ich gerade? Naja. So, kann weitergehen und los. So, ich werde erstmal die ersten Jägerstaffeln zuweisen. Ahnst du es jetzt schon? 1945. Naja, ich habe jetzt ein paar hundert Stück von dir schon bekommen. Ich produziere das eigene zwar, aber. Ja, es sind noch nicht so viele. Ich habe jetzt in der Luftwaffe, glaube ich, ja, 4780 Mannen. Yeah. Ich kann mein erstes Düsenflugzeug produzieren. Glückwunsch.
Ja, danke. Hast dir verdient. Freue mich ein Ast. Nein, ihr könnt euch. Nein, ihr auch nicht. Nein, nein. Luxemburg? Ja. Krieg erklären? Ja. What do we say to the state of Luxembourg? Not today. Nicht no more, okay. Ja, Nö, genau, nicht no more. ist Ja. ein geiler Spruch. Ja. Ja. Was sagen wir zum Gott des Ja. Todes? Nicht heute. Genau. Ist Pause immer noch, Minion? Nur zur Info. Ja, ich Okay. habe hier noch 1000 Fabriken, nicht Fabriken, sondern diese Entwickler, Eigenschaften der militärischen, industriellen, bla. Ah, ja. Ne? Ach Ja, so, hatte ich eigentlich jetzt gute eigentlich. Boni geben, wenn man sie verstehen würde. Ja, naja. Oha. Die Verteidigung in Italien ist gefallen. Ja. Luxemburg hat kapituliert. Welchem Bündnis waren die denn? In keinem. Doch, müssen sie, weil sie waren mit Republika, bla. Dings. Doch, die sind in keinem Bündnis. Wie meinst du jetzt Luxemburg oder Italien? Luxemburg war. Ist in irgendeinem Krieg mit beigetreten, aber ohne Bündnis. Na, vielleicht noch kurz vor Und. Ende halt. Jetzt sind es ja in Geschichte. Ach so, du hast noch gar keine. Ja, stehe ich schon gerade. Du hast noch gar keine Landzuweisung hier. Na, wir sind hier mit Italien jetzt im Bund. Warte mal. Nee. Ja, keine Ahnung. Was da los ist. Ey, die Asiaten wollen, dass ich einen Krieg mitmache. Was ist denn hier los? Oder sind die bei dir mit beteiligt? Ich glaube nicht, nee, eigentlich nicht. Weil Japan will auch Danach sollten wir irgendeinen uns. Krieg. Danach könnten wir uns Gegen. gerne mal um Japan kümmern. Ach so, die wollen gegen Italien, dass ich da mitmache. Komm, lass mal die Deutschen hier machen. Meine japanischen noch Freunde. Ja, ich mach mal weiter. Das war Luxemburg. Achso, ja, siehst du, Luxemburg. Ja, stimmt, siehst Lächerlich. du, ja. Ja, Italien folgt in Kürze. Ja, das sieht auch so aus. Also ich habe 12 Millionen Mann und die haben circa 1 Million. Alter Schwede. Wird lustig. Ach, kicke mal. Schlechtes Timing, meine italienischen Freunde. Also wirklich, das Ja, hätte doch ich früher überlegen müssen. Oder sein lassen. ist denn Regione del Sud? Bin ich mit denen wenigstens auch im Krieg? Nein. Die haben Waffenstillstandsabkommen mit mir. Wieso? Wieso sind die in meinem Bündnis? Regner der Sud. Ach ja, stimmt, das sind diese neutralen Leute. Aber ich will doch gerade das Ja, Land erobern, ich, nicht die. ja, das ist klar. Naja, Führer denken. Ja, stimmt. Da kommt doch irgendwann das britische Empire. Mit 119 Divisionen. Aber ich denke mal, da machen wir Italien, das britische Empire und noch die Japaner und dann ist hier Ende mit dem, mit der Kampagne, weil dann haben wir es geschafft. Naja, wir haben noch einige kleine Länder vor uns. Hier Arabien, guck mal. Jemen, Ja, aber willst du Oman. alles? Naja, Das wird dann aber auch irgendwann nicht mehr interessant. was ist das für eine Frage? Klar will ich alles. Wo ist dein Führer? Oh, okay. Ja, siehst du? Glückwunsch. Nee, also ja, ich Ja, weiß, richtig. viele Bündnisse gibt es jetzt, oder viele große Länder gibt es hier nicht mehr, aber ich würde das schon ganz gern komplettieren, die Sache. Wir müssen nicht wieder eine finale Schlacht machen, wie damals gegen Frankreich und so. Aber ich würde das schon ganz gern Das kommen. wäre jetzt für mich die Frage gewesen. Können wir auch tun. Ich habe bloß die Frage, wo, weil wenn ich Südamerika komplett habe,
ist die Frage, wo wir uns denn da begegnen wollen. An den Küsten, an Panama. Tja, naja, noch ist Zeit. Ich würde auch hier beenden an der Stelle. Wir haben schon fast eine Stunde voll. Ich muss noch ein bisschen annektieren. Mach das mal. Ich sage Tschüss.